Willkommen zurück zu Let's Play Test Drive Unlimited 1. Ja, ein Weilchen ist es her. Ihr habt mich ja geradezu voll gespammt mit Nachrichten. Ja, wann kommt TDU? Wann kommt TDU? Und hier ist es endlich. Freut euch jetzt alle bestimmt. Ja, oder auch nicht. Gibt es eigentlich Leute unter euch, die das nicht gerne schauen? Das würde mich mal interessieren. Also, es kommt eigentlich recht gut an, das Projekt. Also, dachte ich mir, ich nehme mal wieder ein bisschen auf. Hab eigentlich heute sowas von gar keine Zeit, aber ich dachte mir, scheiß drauf, mache ich mal trotzdem eine Aufnahme. Und ich habe den Sound ein bisschen leiser gedreht, weil ich das Gefühl hatte, dass er etwas zu laut war. Ansonsten korrigiert mich, verbessert mich, falls es doch jetzt... Eliminator ist das, oh geil. Verbessert mich, falls der Sound jetzt etwas zu, also Ingame-Sound zu leise ist. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Kann sein, dass das Ingame-Sound etwas zu laut ist. Naja, naja, naja. Wow. Okay, danke. Okay, eine Barrikade ist das nicht, aber danke Absperrung. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Ah, ja. Aber der Wagen hier ist auch echt gut, muss ich sagen. Also, kann mich nicht beklagen. So ein Aston Martin ist schon ganz nice. An der nächsten Kreuzung rechts ab. Drei Sekunden. Schlecht, 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 mein Freund. Kommst wohl nicht nach, was? Rechts abbiegen. Fast sechs Sekunden. Ja, das sieht doch wohl ziemlich nach einem... wahrscheinlich ein Sieg für mich aus. Naja, ich sollte das lieber nicht zu laut sagen, dann heißt es wieder, ja, ja, der Saskia hat zu viel Glück, dem müssen wir mal ein bisschen alles vermiesen und dann sieht es anders aus. Ja, so zum Beispiel. Aber ich bin sowieso total weit im Vorteil, also kann ich mir sowas sogar leisten. Unfassbar aber wahr. Clara ist draußen. Die Gute ist draußen. Marvin, Jill, Charlotte und Arthur. Ich dachte schon, jetzt wären alle Frauen draußen, aber Charlotte. Ach, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bin wahrscheinlich mal wieder zu blöd dazu. Ja, ich dachte schon, alle Frauen wären draußen. Ist anscheinend doch nicht so. Außer Charlotte ist ein Männername, aber das glaube ich irgendwie nicht. Oder Charlotte. Charlotte, Charlotte. Keiner Unterschied. Naja. Wow. Okay, die Kurve habe ich noch gekriegt. Zum Glück. Und mir ist irgendwie aufgefallen, ich weiß auch nicht wieso, aber in den letzten Aufnahmen war ich, klang ich irgendwie so ein bisschen unmotiviert, obwohl ich das eigentlich gar nicht war. Ich weiß auch nicht genau, was mit mir los war. Ja, okay, bei Dead Space kann man es vielleicht noch verstehen, da ist es auch zum Teil die Anspannung von Monstern und so. Aber dasselbe auch bei Deus Ex, deswegen... Joa... Deswegen habe ich mal... Ja... Ja, etwas gemacht. So, jetzt bin ich ab gut gelaunt. So, mehr müsst ihr gar nicht wissen. Was es ist, dürft ihr nicht wissen. Das ist mein Geheimnis. Ah ja, apropos Motivation. Das wäre vielleicht auch noch ein interessantes Thema, was man ansprechen könnte. Und zwar folgendes. Nehmen wir mal die Situation an. Ihr seid für etwas total nicht motiviert. Also nehmen wir mal an, ihr hattet ein total... Ja, okay. Ja, wollen wir es nicht so hart ausdrücken. Einen total schlechten Tag. Einen wirklich sehr miserablen Tag. Ihr fühlt euch einfach nur dreckig, kommt nach Hause, denkt euch so, ach Mann, ey. Ich hätte auch gerade zu Hause bleiben können. Was macht ihr denn dann, wenn ihr wieder gute Laune machen wollt? Gute Laune machen, was tut ihr gegen diese schlechte Laune? Macht ihr irgendwas dagegen oder geht ihr direkt ins Bett oder... Also ich mache das immer so, falls ich schlechte Laune habe oder so. Was mache ich dann? Unter anderem mache ich, ich rede mir ein, wie toll ich doch eigentlich bin. Und es funktioniert immer. Ich bin ja auch so super schön und toll. Und vor allem so ein super TDU-Fahrer. Ja, okay, die ersten zwei Punkte stimmen, der letzte nicht. Ich bin so, wow.
Okay, wunderschön. Kann man mich jetzt gerade nicht bezeichnen. Und nein, ich werde mich im Moment nicht zeigen. Einige Leute haben mich auch ab und zu gefragt, ja, zeigst du dich mal oder zeigst du dein Zimmer oder so? Nein, Leute, das ist nicht meins. Ganz einfach. Sobald ich mich einmal gezeigt habe, kann ich das nicht mehr wieder rückgängig machen. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Deswegen lasse ich das. Obwohl ich dazu auch anmerken muss, ich bin nicht hässlich. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Ich sehe sogar, also schlecht sehe ich auf jeden Fall nicht aus. Sagen wir es mal so. Ja, verdammt, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen vom Thema weg. Auf jeden Fall, falls ich schlecht gelaunt bin, was mache ich noch? Ich höre Musik. Das hilft auch, also das hilft auch stark. Oder auch zum Teil mit einer Familie oder Freunden drüber reden, aber das mache ich eigentlich eher, wenn es wirklich so echt große Probleme sind. Bei so Kleinigkeiten wie einfach mal so einen schlechten Tag reicht eigentlich normalerweise Musik, und das habe ich eben genannt. Ich baue mir selber ein bisschen Mut auf, Selbstvertrauen. Ja, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt würde mich mal interessieren, was tut ihr denn? Macht ihr das Gleiche? Macht ihr was anderes? Schreibt es in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren, weil, weil ist so, ne? Ne, ich finde das wirklich interessant, weil, ja, okay, es kommt ja auch ein bisschen selber auf die Lebenseinstellung drauf an. Ich meine, bei Leuten, die halb, okay, Marvin kann uns niemals aufholen, niemals im Leben. Bei Leuten, die halt ein bisschen schlechteres, also schlechter von sich selber denken, ja, ist natürlich echt schwer, sich da irgendwie Mut aufzubauen, wenn sie sich jeden Tag sagen, ich bin scheiße. Aber zu den Leuten kann ich nur raten, denkt einfach mal das Beste von euch, ihr seid kein schlechter Mensch, und auch wenn ihr es euch noch so oft sagt. Und baut euch einfach selber Mut auf. Das kann ich an die Leute so weitergeben, aber ja. Es bringt auch irgendwie nichts. Ich meine, wenn man mies drauf ist, dann ist, da fühlt man sich einfach total scheiße. Und wenn man sich gut drauf ist, dann ist alles irgendwie geil. Klingt zwar... Okay, ich weiß nicht. Ich habe es ein bisschen behindert ausgedrückt. Aber ich finde, es ist so. Ja. Also. Was haben wir denn hier für andere... Saalen haben wir nicht. Das kann mir egal sein. Zielzeit. Fahrzeugbeschränkung, ey. Soll ich das machen? Nee, ich finde eher nicht. Hab keine Lust drauf. So, Kartrennen. Ja, machen wir ein Kartrennen. Alles klar. Wie viel? Boah, ich dachte schon 25 Kilometer. Ich dachte schon, ey, ist das nicht ein bisschen viel und so? Wie sagt denn der mehr PS? Maximal Tempo 330. Lol. Der ist schneller als mein Ford. Na egal, der Abwechslungshalber nehmen wir mal ein anderes Fahrzeug. Damit ihr mich auch mal ein bisschen in anderen, unterschiedlichen Wagen seht. Aber den Ford GT hat man während dem Let's Play eigentlich recht oft gesehen. Muss ich sagen. Nein, bergauf. Nö. Okay, da ist vor allem Beschleunigung wichtig. Und die ist beim Ford GT nicht gerade schlecht. Und vor allem bei kurviger Strecke und wo man rauffahren muss, da ist Beschleunigung sehr wichtig. Bei gerade Strecke halt Höchstgeschwindigkeit natürlich. Aber jo. Wow, aufpassen. Ah ja, hier wird auf Fahrstil geachtet. Also zu derb reinbrettern sollte ich vielleicht dann lieber nicht. Das könnte sich irgendwie so ein bisschen negativ auswirken. Bitte nicht, bitte nicht. Man. Oh Mann. Abbremsen. Okay, hier hätte ich noch ein bisschen Vollgas geben können. Aber ja, egal. Ist jetzt egal. Oh mein Gott, wie schnell muss man hier sein? Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffe ich, 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 das schaffe ich. Nein! So verdammt. Nee. Nee, du. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das schaffe ich. Oh, hätte ich das eine Mal nur weißer Gas gegeben, dann hätte ich es geschafft. Aber nein.
Das ist so nervig. Gott. Okay, aber diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Das verspreche ich euch, Leute. Diesmal schaffen wir es. Komm schon, fuck it, zeig, was du drauf hast. Ich glaube ganz fest an dich, mein Sohn. Oh, abbremsen. Und hier. Ja, hier können wir ein bisschen mehr Gas geben. Sehr schön, abbremsen. Sehr schön um die Kurve. Ich muss mich jetzt gerade selber loben, weil ich so unfassbar geil in die Kurve gekommen bin. Naja, okay, man sollte es aber, um auf das nochmal zurückzukommen, mit dem Selbstvertrauen sollte man es auch nicht übertreiben, sonst wirkt man sehr heuchlerisch und das kommt nicht gut an. Ja. So, als kleiner Tipp am Rande. Ich hab's genügend oft ausprobiert. Nein. Ja, okay, doch, ab und zu schon. Und wir haben es geschafft. Was habe ich euch gesagt, ne? Was habe ich euch gesagt? Ich habe euch gesagt, wir schaffen es, also schaffen wir es auch. So simpel ist das. Sehr schön. Also gut, was ist das hier für ein Rennen? Die wilde Outdoor-Tour. Und was ist die Strecke? Hier ist irgendwie keine Strecke angegeben. Ach so ein Rennen ist das. Alles klar. Ja. 540 PS dadurch. Oh, das wird lustig, das wird ein Spaß. Los, Aston Martin, zeig, was du drauf hast. Ha. Naja gut, Leute, ihr hört jetzt auch selber. Ich habe auch richtig Lust aufzunehmen. Und noch bitte eine kleine Anmerkung an die Leute, die mich, ja, okay, nicht ständig, aber ab und zu damit nerven. Ja, wann kommt CDU, wann kommt das und wann kommt das? Leute, ich kann mir nicht aussuchen, wann ich Lust auf irgendwas hab. Und ich hab's versaut. Woo! Versaut. Geil. Ich hätte irgendwie nach rechts abbiegen sollen. Na, egal. Also. Also schön, also schön, also schön. Nochmal ein weiterer Versuch. Leute. Also eben um zu CDU zurückzukommen. Ich nehme nur dann auf, wenn ich Bock habe. Ganz einfach. Es kommt zwar nicht oft vor, aber es kann auch mal sein, dass ich sage, nee, heute habe ich keinen Bock, heute nehme ich nicht auf und im schlimmsten Fall gibt es dann halt eine Woche keine Videos. Ich bin der Meinung, ich nehme lieber gar nicht auf, anstatt dass ich scheißige Videos mache. So einfach ist das. Und ich finde, ja, und ich denke mal, ihr seid auch dafür. Ich meine, was bringt euch auf gut Deutsch beschissene Videos? Was bringt euch das? Gar nichts. Null. Deswegen finde ich das umso erstaunlicher, wenn mich dann die Leute so 100-mal anschreiben, ja, wann kommt ein TDU wieder? Ich will TDU, ich will TDU. Und außerdem, Leute, ihr solltet euch doch freuen, dass ich auch mal andere Projekte mache. Ich meine, dass ich mir sozusagen die Mühe mache, überhaupt Videos zu machen, weil eigentlich ist es gar nicht selbstverständlich, dass ich hier auf YouTube bin und Videos mache. Also, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich mache das ja nur aus Spaß. Und wenn ich keinen Spaß an der Sache habe, dann macht das Ganze halt keinen Sinn. So einfach ist das. Ich meine, was bringen einen viele Abonnenten, wenn man es, ja, dann hat man eine Zahl. Aber was bringt einen eine Zahl? Gar nichts. Außer eine Zahl im Konto, dann bringt es einem was. Aber, ne. Aber bei Abonnenten und Videoaufrufen, das ist für mich irgendwie einfach nur hirnlos. Aber so Leute gibt es nun mal. Und